Herzlich willkommen, wir sind wieder bei dem nächsten Part angelangt. Heute mit Hintergrundmusik. Ich habe mir jetzt endlich Musik ausgesucht, die auch dazu passt zu dem Let's Play und die zu dem Monster Hunter bla bla. Das ist nicht so hier kack wie sonst sowas. Und ja, wir machen jetzt die Quest Hitze und Bullfangos, weil ich will endlich meine Badewanne, nenne ich es gerne, etwas aufbessern. Und ja, wir sind bei Part Nummer 18. Jetzt angelangt und dann ja, die Quest geht total easy. Easy peasy easy. Denn wir müssen nur in die Nummer 5. Wir gehen. Und ja, wenn ich jetzt als Parkour, also als Dresseur, die Leute, die Parkour ausführen, sehe, wie die hier rollen und sehe, wie die rollen, also wo noch wann die rollen auf so Klippen, denke ich mir auch so, ja, nee, lass es lieber. Es tut den Augen weh. Weil es ist schon herzlich schlecht. Aber ja, wenn man denkt, Judo-Rollen bringen irgendwas in dem Absprung-Dings, ja. Da sind jetzt alle 5. Da, 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 da. Da, da, da. Oh, ich bin geowned worden. Bam, bam. Oh, meine PSP ist leer. Autsch. Die Quest total easy eigentlich. Ich bin gerade, ich wollte sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ein Bullfangos abgeblockt. Und tada. Komm her, du. Sehr erreicht. Ja, das war ja auch total schwer. Das war jetzt so overpowered schwer. Ich muss mal kurz was gucken. Deswegen bin ich auch jetzt kurz weg. Ja, ich bin so wieder da. Tut mir leid. Ich musste ganz kurz mein Ladekabel für meine PSP holen. Das lag hier noch im Rucksack. Da ich gestern ja bei Sinu war und bla und ja. Halt das Übliche. Naja, und ich merke gerade, mein hässlicher Tisch hier unten will nicht, wie es soll. Da klemmt nämlich um mein Kabel drunter fürs Verlängerungsding, für mein bla. Ach stimmt, ich wollte. Nein, ich wollte keinen Trank. Nee. Stirb, du Mistsau. Stirb, stirb. Friss meinen Dolch. Oder meinen Tomahawk. Also meine Hellbarte. Steck sie in den Mund. Ja, so. Das war jetzt wieder so. Das war jetzt so eine richtig schwere Quest. Scheiße. Ja, aber dafür gibt's wirklich. Dafür gibt's so. Dafür gibt's Harzpflanzen und etlichen Scheiß. Dafür haben wir jetzt Gesundheit 110. Wir werden jetzt gleich noch eine machen. Ich würde sagen: Hey, warum ist die Musik alle? Also weg, alle. Warum ist die Musik alle? Warum ist die Musik weg? Ja. So. Ja, irgendwas zu uns. Und ja, das ist jetzt das. So. Ja, Höhen, wir machen gleich die nächste. Und zwar ist das der Juggy. Oh, das war ein Fehl. Ich wollte die anlabern. Und ja, irgendwas Comicbuch 3 stand jetzt da. Kann man ab jetzt mitführen. Ja, ich finde das nicht so interessant. Ich brauche Comicbuch 3 nicht unbedingt. Also doch, ich brauche es später, aber jetzt noch nicht. Da ich noch Fallmeister besitze. Und ja. Sehen wir mal mit. Ration, Kaltgetränke. Kann man mal gebrauchen, Kaltgetränke. Gratis Kaltgetränke. Ich weiß noch damals in Unite, als ich mit den Sachen hier mir das Geld geholt habe durch Schüsse und so, weil ich Schütze war und habe kaum Geld gehabt. Ja, das waren noch Zeiten. Unite als Schütze, also ich bin ja eigentlich Klingenmeister gewesen im Unite am Anfang und bin dann bei Basarius auf Schütze umgestiegen, weil ich ehrlich bei Basarius nicht durchkam. Hing wirklich 4 Wochen bei Basarius fest. Das war noch ein Spiel. Ich meine, jetzt guckt euch an, ich könnte rein theoretisch mit der Doppeltomahawk könnte ich das ganze Dorf fast durchzocken. Weil es einfach keine Herausforderung mehr ist. In Unite war es eine Herausforderung.
irgendwie Monster schwer zu machen. Und da ist auch schon die Rüche kaputt. Was ist das für ein Spiel? Rüche, also so schnell geht was kaputt. Oh mein Gott, ich glaube, es wurde angeschrieben. Nein! Das ist nicht sehr korrekt. Ich habe vergessen, mein Facebook auszumachen. Ja. Bam 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 bam. Wenn ich mir überlege, damals, als ich angefangen habe mit meinem Let's Play noch, da hatte ich 1000 Aufrufe, also da war ich eigentlich der allererste mit, der ein Let's Play für Monster Dream Unite gemacht, die Monster Portal Blizzard gemacht hat. Aber ich habe ja keine Zeit richtig gehabt bei Sino und so, weil wir halt aufgenommen haben, war halt zu faul. Und dadurch hätte ich es weitergeführt, glaube ich, wäre es groß geworden. Aber jetzt bin ich besser, habe eine bessere Quali, habe besser als alles. Und ja. Jackie-Zeug kann man immer gebrauchen, sagt man so gut wie immer. Ja. Ich werde mal ganz kurz Pause drücken. Ja, tut mir leid, ich musste gerade kurz was klären nochmal. Ich, ja. Werde es gleich nachher kurz gleich nochmal Pause drücken nach der Quest. Die jetzt nicht so viel ausmacht, denke ich mal. Ja, ich finde Doppelschwerter eigentlich total overpowered hier im Spiel. Man kann, hat so geile Waffen, also man hat so eine geile Kombination dazu, dass man das jetzt benutzen kann, wie jetzt zum Beispiel, man kann halt ganz normal angreifen, man kann jetzt natürlich auch so einfach nur Speed drauf kloppen, wie so ein Irrer. Und ja, eine Königsrüche, klasse, Applaus, finde ich cool, dass wir die bekommen haben. Vielleicht haben wir 120% für unsere Dings, das ist total geil, weil wir müssen sie ja langsam auf den Chinooka vorbereiten. Und der Chinooka ist eigentlich kein Problem für mich. Ich schaffe ihn in 15 Minuten alles schnell, allerhöchstens. Da ich auch zu einem Live-Commentary ordentlich spielen kann. Es gibt ja Leute, ich sage jetzt keine Namen, über denen ich mich wirklich so dermaßen aufreden kann. Auch wenn er einen der Größen im Monster Hunter ist. Aber ja, wir machen danach Absinken des Wassers gleich noch. Und ja, ich mache mal kurz Pause. Bis gleich. Ja, tut mir leid, ich bin wieder da. Und ja, jetzt machen wir den Königs drauf. Also schwer dürfte er nicht sein. Es ist nur ein Königs drauf. Also macht euch keine Sorgen. Der liebe Steamclaw wird überleben. Ja. Ich muss gerade so ein paar Streitigkeiten oder ein bisschen regeln, gerade kurz so. Also in Streitigkeiten haben so ein paar Probleme, die in der Welt geschaffen wurden. Und ja, man kennt natürlich so Real-Life-Probleme. Hau, hau, hau. Ich mache mal. Tut mir leid, ich habe gerade aufgestoßen. Ich habe gerade einen kalten Hund Toast gegessen. Ja, kalter Hund Toast, so etwas gibt es. Das ist kalt, wie eine Nutella-mäßige Büchse, nur riesig, nur noch größer, wo kalter Hund drin ist zum Aufstreichen. Das schmeckt verdammt lecker. Ich hätte es nie gedacht. Ich dachte, das ist immer so, wir machen bald kalter Hund. Ich sage, yeah, freu, Kekse wieder essen. Und, ich bin ja so ein Kekssuchti. Und auf jeden Fall. Das schmeckt total lecker. Also ich kann es nur empfehlen, wer kalter Hund Brotaufstrich sieht, kauft euch, macht euch einen frischen Toast im Toaster oder aus dem Backofen, egal. Dann sofort, wenn es gerade warm ist, macht ihn drauf. Oh, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist einfach nur so kacke lecker. Wenn das so frisch zerstört. Oh, ich muss gleich noch einen machen später. Nach dem Part. Ich werde abhängig. Da kommt der Loot drauf an, der Kleine. Der König so drauf müsst ihr irgendwo rumhacken. Ich glaube, ich weiß wo. Ja. Und bam, bam, boom, bam, zack, wegstecken. Ich liebe Doppelschwerter in Zerd. In Unite waren sie schon geil, aber da gab es kaum Monster, wo sie benutzen konnten. Zum Beispiel Zee, Teostra, Lunastra. Was macht man? Man haut sinnlos nur auf der ihren Köpfen rum. Sinnlos auf den Doppelköpfen. Wenn ich mit einer Kreis-Dreieckangriff, hier kann man wenigstens kombinieren, noch wechseln aus dem Elan-Modus in den Elan-Modus rein. Und, ach, was weiß ich noch. Ja, dahin ist er. Ich habe mir davor erstmal vornehmen, den Tail zu cutten dann. Aber jetzt greifen wir erstmal hier an. Bam, 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 bam. Boom. Bam, bam, boom. Bam. Bam, 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 bam. Boom. Dafür liebe ich Doppelschwerter. Die sind einfach nur so geil zu handeln hier. Man kann auch, man kann trotz, also ohne Megasprintsaft und Sprintsaft, also ohne Megasaft und solche Sprintsäfte, kann man geiles Gameplay abliefern. Mit Doppelschwertern. Das ist halt das Geile hier, was sie gemacht haben. Da haben sie sich wirklich selber übertroffen, fand ich. Dass sie so geil übertroffen haben mit dem
mit dem Doppelschwert. Nein! Ach, was soll's? Shit happens. Gib mir dein Tail, gib mir dein Tail. Boom! Haha, das war voll nice. Jetzt hatte ich hier voll geowned von einem Altarov. Ich spiele zum ersten Mal ohne Sprintsaft mit Doppelschwertern. Und ich merke, ich kann eigentlich total geil damit spielen. Ich meine, ich kann so oder so damit spielen, aber mit Lanze bin ich einfach übelst gut geworden. Ich spiele jetzt seit wirklich neuesten Lanze. Sehr viel, ja. Dann man blockt ab. Das verstehe ich noch in den Krallen, aber. Das war wohl so ein Gameplay-mäßig Sachen. Ich denke, ich gehe auf den Tier, aber mir geht's hier. Ist ein Let's Play und ist kein Skill, also keine Synchro. Ob jetzt denkt, ja, wenn man schneller möglich wie Monster töten, aber nicht auf den Tier immer gehen. Außer man will jetzt Sachen farmen, was man natürlich nicht braucht mehr. Ja. Schnell wetzen. Wow. I get money. Oh. Das war jetzt auch nice. Nein, nein, nein. Natürlich ist das dann. Ja, das ist uncool. Das war jetzt very uncool. Jetzt ist die nächste Temp vorbei. Ich habe jetzt Monster in der Temp Zeit drin. Ja, ich gehe auf den. Ich gehe auf den Schwamm. Lol, das war jetzt einfach unabsichtlich, dass ich drauf gehauen habe. Aber mit dem Segen, das hat voll was gebracht. Ich werde immer durch so eine Pranke. Ich kenne keinen Monster Hunter, wo ich nicht durch so eine Pranke mit Doppelschwertern gekillt werde. Also getroffen werde. Gib mir deinen Schwamm. Ich will ihn kaputt machen. Ich will mir deine Lanze bauen. Bzw. den Hammer auch noch. In Unite, also in Try, bringt die Waffe vom Dings ja übelst viel. Aber ja. Generell, da bringt auch die Vanguard-Rüstung viel. Ich hasse die Klaue. Ich verfluche sie. Ist ja dann erstmal hungrig. Jetzt lecker, lecker, lecker. Nein, nein, nein. Gehen wir mal hier rüber. Ich werde nicht mehr durch die Pranke erwischt. Nee, doch nicht. Aber dafür kann ich ihn jetzt. Ich sag doch, es ist immer so, ich werde immer durch die Pranke geowned. Er humpelt schon, sag ich doch. Er hat auch nur 1100. What the fuck, wie schnell kill ich den? Ey, ich muss langsam mal aufhören, Monster Hunter Portal Resort zu spielen. Ich werde immer kranker. Ich glaube, so war das Let's Play ganz schön kurz. Ich sollte vielleicht mal so eine erste Hilfe einnehmen. Ja. Ja, sogar kleine Froggy können mich übelst Body checken. Tja, hallo. Ja, und der kann ja natürlich wieder alle umbogen. Nice. Es geht kaputt. Oh, mich hat mal die Pranke nicht erwischt. Ich sage mit Absicht Pranke, weil es eine Pranke ist. Komm schon, lauf du Mistvieh. Ja, verschwinde ruhig. Wenn du willst, hau ab, du Sau. Wie so ein alter Mann. Verschwinde, du. Nein, wenig Speicherplatz. Ich muss irgendwie meine Festplatte mal wieder aufräumen. Wir sind bei den ganzen Mad-Aufnahmen, die ich hatte. Ich hätte irgendwie mit 35 GB fürs Mad gehabt, aber habe etliche 10 rausgeschnibbelt, weil ich habe hier ganze Quests einfach aufgenommen. So ganze Sessions. Ui, was war das für ein Fail? Jetzt müsste aber langsam mal der Schwamm kaputt gehen. Nö. Ziel ist erreicht. Ach, leck mich doch. Was soll's, shit happens. Wenn's Leben so will, dann will's Leben so. Ja, bekommen einige Sachen wieder. Ja, lokaler Datenträger C oder D war's. Ach, hab keine Ahnung gerade. Irgendwas. Dann Nachricht. Und ja, dann war es das auch eigentlich fast schon wieder von diesem Part. Ich werde kurz die Belohnung angucken, werde die Onsen verbessern. Und ja, hier ist ein Banapra, was wir anscheinend töten sollen. Ich hasse Banapras seit dem Farm. Ja. Leider gibt es keine Banapra-Königin. Das fehlt mir hier irgendwie, so eine Banapra-Königin. In Unite gab es Westport-Königin, die war echt geil.
Aber hier hätten sie wirklich eine Banapra-Königin machen müssen. Oder Banapra-König. Oder was auch immer es sein soll. Banapra männlich oder weiblich. Also ich denke mal eine Königin. Weil sie die Nachahme von... sind. Ui, nice. Ja, das war wieder die Quest. Das war Part Nummer... scheiße. 18? Oder? Ja, ich habe von 17 gespeichert. Das ist der 18. Oder habe ich von 16? 17. Nein, ist der 18. Ja. Etliche Items. Und ja. 125 Ausdauer. Yeah. Also perfekt. Also ich bin schon recht weit jetzt. Und es geht auch recht schnell, wie ihr gesehen habt. Es waren jetzt 3 Quests in einem Part. Ja. Ich nenne es wahrscheinlich die verrückte... die Badewanne und ihre Genossen oder irgendwas nenne ich es wahrscheinlich. Mal gucken. Irgendwas mit Badewanne, denke ich mal. Ja, dann machen wir mal ein paar Gesten und winken mal eine Runde. Und ciao.